Es ist doch klar, dass wir uns in den letzten Wochen sehr häufig mit Michael über die sportliche Situation unterhalten haben. Der Michael hat dann die eine oder andere Veränderung sowohl im Training als auch in der Kaderzusammenstellung erarbeitet mit der Mannschaft. Wir sind leider nicht von Ergebnissen gekrönt worden, die uns Anlass gegeben haben, dass die Maßnahmen, die er ergriffen hat, dann auch dazu führen, dass wir mehr als 12 Punkte in der Vorrunde zu holen hatten. Es war uns allen klar, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt auch mal Rückschläge erleiden werden. Uns war aber auch klar, dass wir trotzdem alles tun müssen, um die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, auch in die Rückrunde zu gehen, um die restlichen Punkte zu holen. Und natürlich waren die letzten Ergebnisse und die Art und Weise, wie dann auch die Mannschaft dann aufgetreten ist, uns wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken zu machen. Wir haben gestern Abend und heute sehr lange die Situation erörtert. Und es ist eine Mischung aus den Ergebnissen, aber auch dessen, was gibt uns die Möglichkeit, in der Rückrunde dann noch zu korrigieren im Kader. Wir kamen aber dann zu dem Anlass, dass wir die Hoffnung und das Vertrauen wieder zurückgewinnen müssen, auch über möglicherweise einen Wechsel auf der Cheftrainerposition. Ich habe dann sehr lange mit dem Michael auch darüber gesprochen. Er kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, kennt die Ergebnisse, kennt unsere Zielsetzung. Und deswegen sind wir heute zum Ergebnis gekommen, dass wir einen Wechsel auf dieser Position machen wollen und die Verabschiedung im Präsidium war einstimmig.